Also im Übrigen, ja, ich konsumiere nichts, was mal ein Gesicht hatte. Außer es sind Menschen. So, Chatfeld ist größer geworden. Was? Denk an die Twitch-Rules? Welche Twitch-Rules? Was für Twitch-Rules? Ah, man darf Vegetarier nicht sagen. Echt nicht? Ach, was weiß ich? Ja, ich habe keine Ahnung, was man auf Twitch machen darf und was nicht. Also, ich werde versuchen, heute niemanden... ja, ist mir auch scheißegal. Ihr habt alle angeklickt, dass ihr erwachsen seid. Ihr dürft das also hören. Ja, und was soll denn passieren? Dann bannt Twitch den Club-Stream? Ich bin ein bisschen asozial, aber ich bin ja nicht persönlich betroffen. Die Auswahl ist einfach zu groß, dass man hier essen kann. Ja, genau. Ich glaube, hinten kommen nur noch Getränke dann tatsächlich. Dann schreibt doch schon mal auf für mich. 28er? Oh ja, natürlich eine 28er. Ja. Und zwar, das möchte ich nicht laut im Stream sagen. Ja. Ja, okay. Genau, so, dann gebe ich willst, dir... Willst du mir das Geld zugeben oder willst du mir das PayPalen? Ich PayPal dir das sonst gleich. Das klingt gut. Ihr könnt mir alle Geld PayPalen, aber schickt mir vorher eine E-Mail an geilermacker@nochgeilerermacker.com. Dann bestätige ich euch das. Ich bin dann der Typ, der in eurem Spam-Ordner landet. Was kriegst du denn dafür? 8,90 Euro. Oder echt? 10, ja, gib mir 10er. So, dann hat alle bezahlt. Dann werde ich gleich dein Telefon missbrauchen, um das zu bestellen. Dafür kriegst du die für einen 10er. Ist das mal ein Deal? Nein, mehr Nullen. Okay, die sind schon voll am Start. Okay, der Robber hat gekickt. Der Mario, ja, alles klar. Genau. Geil. Gut. Ja, ich verkrümel mich mal ganz kurz, mache die Essensbestellung und dann bin ich gleich wieder da. Und bringst du die Kekse aus dem... Aus dem hier vorne rechts? Aus dem Schrank hier vorne rechts mit. So, wunderbar. Links haben wir den Mario, rechts haben wir den Robbe. Jetzt muss ich mal ganz kurz mich orientieren. Ah, auf der linken Seite Redcatcher. Da suchen wir gleich mal die. Was viel besser ist, ist, wenn man auch noch eine Telefonnummer hat. Das ist gut. Ich habe gerade erst mal festgestellt... Nein, die spielen nicht Bur und... doch, Fisherman spielen sie auf der einen Seite. Ja, auf der einen Seite Fisherman. Achso, ja, ich packe die Fisherman-Karten weg. Aber auf der anderen Seite sind die Redcatcher. Ja. So, das heißt... Aber ich habe die Modelle sogar schon vorgestellt. Du hast nur nicht aufgepasst. Nein, ich war wahrscheinlich noch damit dabei, Kabel zu legen. Ja. So, haben die auch eine Telefonnummer? Bestimmt haben sie das. Wieso ist da jemand traurig? Völke, klärt mich mal ganz kurz auf. Wieso, wer ist, warum traurig? Wo ist jemand traurig? Irgendwie, ja, und Völke ist traurig und ich auch. Ich verstehe gerade nicht, warum. Ich ach so, weil Völke verloren hat, weil Völke kacke ist. Ach so, okay. Ihr könnt mal ganz kurz Rückmeldung geben, ob das weniger ruckelt jetzt im Stream. Hier, nimm doch die, sonst... Nee, ich mag so anfassen. Okay. Wir mögen alle anfassen. Wir mögen alle anfassen. Anfassen ist super. Anfassen ist super. Deswegen freue ich mich auch, wenn Flo gleich wieder da ist und wir uns gegenseitig anfassen können. Ich hoffe, das habe ich jetzt nicht zu laut gesagt. So. Ich habe hier Karten. Ja, sperr mal dein Handy. Das kannst du doch sonst auch immer. Ja, siehst du, habe ich das gut gemacht? So, Redcatcher. Dann versuchen wir mal mein Bestes, das rauszukriegen. Ja, okay, wir haben jetzt gerade schon extra Netzwerkkabel gelegt. Unsere Leitung ist anscheinend nicht stark genug, um das vernünftig zu streamen. Da wir hier was anders machen als sonst. Das tut mir leid, aber schauen wir mal, ob wir da irgendwann nochmal eine Lösung für finden. So, ich
Pilage erkenne ich auf alle Fälle bei den Redcatchern. Nicht, dass ich davon viel wissen würde. Ich vermute einfach mal, so ein Bild nachzuurteilen. Ist da noch Scorch bei? Und dann hört es bei mir auch schon fast auf. Dann warte ich einfach mal, bis Flo da ist. Ja, natürlich verliert man ab und zu. Es kann ja immer nur einen Gewinner geben. Wäre ja auch ärgerlich, wenn wir einen Unentschieden hätten oder sowas. So, Tentakel auf der anderen Seite, da bin ich mir schon mal sicher. Dann vermute ich einfach mal, ich komme gerade nicht auf den Namen, dass da ein Jack bei ist. Aber was für einer. Okay, ich warte lieber, bevor ich hier wieder Mist erzähle. Ich kann gerade nicht mal sagen, wo der Ball ist. Ich vermute mal, aber der Ball ist auf der Seite der Redcatcher. Achso, wir sind noch dabei, Karten zu sortieren. Das sieht für mich nach Corsair aus. Da oben der nette Herr mit der Harpune. Wenn ich jetzt hingehen würde, würde ich wahrscheinlich eine etwas bessere Chance haben. Aber Flo macht ja gerade die Bestellung und kann uns danach locker unterstützen. Das natürlich auch mal probieren, an Bildern zu erkennen. Weil ich so wenig erzählen kann, liegt das daran, dass ich eigentlich gar keinen Plan habe. Da wird eine Karte übergeben. Das müsste Bonesaw sein. Den hat er auch gerade bewegt da unten. Das ist sehr nett von dir, Mario, dass du dich auf die Karten legst. Dann ist die Chance mal nahezu null. So, was haben wir denn? Die Robbe will irgendwie entweder wegbleiben von Bonesaw oder ran. Ran. Mit. Ist das eine Siren? Könnte sie sein. Dann wäre es auch die Veteran Siren. Da wird ein bisschen rumgepusht. Und der Bonesaw geht Knockdown. Der Ball scattert. Wohin scattert er? Finden, was das gerade war. Genau, dann ist das die Veteran Silence mit einem Death Gray Gaze. Der Knockdown auf die 6 Zoll gewesen. Und so attackiert die Siren. Mit einem
Push Dodge auf der 2. Moment ist. Zu sein auf Bonesaw. Ja, Flo hat ein bisschen mehr als nur eine Pizza oder ähnliches zu bestellen, deswegen dauert es ein bisschen länger. Und ich glaube, da waren auch noch Fragen, aber die sind mittlerweile irgendwie intern geklärt worden. Okay, da ging es gerade darum, dass Bonesaw mit Swift Wind über eigene Figuren hinweggehen kann. So, Essen ist bestellt. Wunderbar. Ich brauche nochmal Hilfe. Also ich habe entdeckt, dass wir... wir spielen Redcatcher gegen Fisherman. Ja, das weiß ich. Ja, genau, Bonesaw ist dabei, richtig? Bonesaw, Pilage. Ja, Pilage ist auch dabei. Scourge. Scourge ist dabei, der Piper ist dabei und die kleine Ratte ist dabei, weil die nur einen Chef und ein Maskottchen haben. Das hätte ich auch wissen können. Genau, Squeak und der Piper. Und Miasma, genau. Okay. Miasma ist die, die jetzt gerade an der zerbrochenen Säule da im Cover steht. Genau, und Robbe hat Corsair, Kraken, Knuckles. Corsair habe ich schon raus. Genau, Kraken. Da gab es aber, glaube ich, habe ich das richtig gesehen? Gibt es nur einmal. Kraken gibt es nur einmal. Gibt es nur einmal? Ja. Kraken. Kraken und Knuckles. Knuckles hast du garantiert keine Karte von. Ah, nee, ist er neu. Weil das ein ganz neuer ist. Dann hat er den Octopussy. Hast du schon Tentacles, hast du schon liegen. Und Silence Siren hat auch, er auch, die genau. Veteran. Genau. Und dann weiß ich nicht, was da oben noch hinter Knuckles gerade steht. Das kann ich aber mal schnell rausfinden. Wer ist denn Knuckles von den Knuckles beiden? Ist der, der oben steht, der ganz oberste. Oben. In der Mitte steht quasi Corsair. Da steht nämlich ein Guildboy-Symbol in der Mitte. Und hinten steht Kraken hinter der... Octopussy. So, jetzt müssen wir nur rausfinden, wer das ist. Ich vermute mal, dass das irgendein Sakana sein wird, aber ich gehe mal schnell gucken. Guck auch, welcher Sakana. Ja, ja. Dann kann ich nicht schon mal die beiden raussuchen. Dann haben wir nämlich eine Chance, dass ich wenigstens ein bisschen was nachlesen kann. So, und ich wette, Flo hat eben schon die Kekse vergessen. Er wird auch, wenn er jetzt gleich wiederkommt, die Kekse vergessen. Und ich habe auch so einen Hunger. Ich habe nur eine Pizza bestellt. Achso. Es ist Veteran Sakana. Veteran Sakana. Ja. Dann fehlt mir nur Knuckles, den ich nicht habe. Genau, Knuckles hast du halt nicht. Möchtest du mal was zu trinken haben? Soll ich was mitbringen aus dem Kühlschrank? Nein, danke, aber du kannst die Kekse vielleicht diesmal in die Kekse bringen. Ja, Kekse bringen mit. Und doch, du könntest das energiegeladene Getränk mitbringen für mich. Jawohl. Gut, wir sind wieder bei 10 Zuschauern. Das wird ja, vielleicht schaffen wir auch nochmal so 12, 13, 20 wäre natürlich die Wucht, teilt das ein bisschen. Followen ist auch gerne erlaubt, wir haben aktuell 104, da geht noch was. Gerade ist bei mir so ein bisschen das Bild weg gewesen, war nicht so gut. Ich hoffe, das ändert sich wieder. Wir belasten doch ein wenig die Leitung mehr als gesagt. So, tada! Wir sind wieder am Start. Wir haben Getränke, Kekse, geil. Die Welt ist ein schöner Ort voll Blümchen. Genau, Kekse. Der Hexer. Danke. Ja. Ich kann nicht reden, ich habe den Mund voll. Ja. Boah, ein guter Aufruhr, ja? Ja, das ist total super. So. Mhm. Jetzt wird hier irgendwie spekuliert. Oh. Knuckles war der Rookie da, dann nehme ich genau. Der ganz neue. Ich muss mal so ins Spiel reinfinden. Okay, jetzt geht er mit dem Scourge hin und will ein bisschen auf der Seite rumbolzen. Mhm. Achso, das Ding hier hinten beim Piper an der Säule, diese blaue Spirale, das ist vermutlich der Ball, ne? Ja, ist der Ball. Mhm.
Der ist vorhin durch die Gegend gescattert, weil Simon den Bonesaw genockdownt hat mit Death irgendwas. Mit dem Red Gaze. Red Gaze, genau. Und habe es richtig ausgesprochen, habe es gleich abgelesen. Jetzt dachte ich, bin cool, kann das aus dem Kopf. Du bist nicht cool. Ja. Man merkt, dass wir essen. Ja, es ist viel ruhiger, ne? Ja. Aber es ist auch sau gut, dass wir jetzt schon Weihnachtskekse haben. Okay. Siren hat also noch einen ganzen Hitpoint offensichtlich. Wie kommst du gerade darauf? Oder aktiviert den? Ne, die sind schon in der zweiten Runde, ne? Ah, okay. Okay. Ja. Siren verpisst sich. Das verstehe ich. So, also der Robber hat seinen Corsair vollgeladen und der Mario hat seinen Piper vollgeladen. Ja, die müssen jetzt so ein bisschen Stand-off-mäßig einmachen, glaube ich. Vor allem muss der Mario sehen, dass er den Scourge da wegkriegt. Ich glaube, der ist innerhalb von 12 Zoll vom Corsair. Und wenn der Corsair den reinzieht, dann ist der Scourge, glaube ich, ziemlich schnell tot. Ja, du bist gut. Ja, 17 Hitpoints. Ja, aber... Auf die 3-0, 4-0? Ich habe es gerade nicht so schnell gesehen. 3-0. 3-0, tough fight, aber das bringt ihm halt, glaube ich, herzlich wenig. Weil da halt einfach dann einmal der Corsair, der Kraken und der Knuckles drauf prügeln. Und die machen halt relativ zuverlässige 2-2-2, so schon mal 12 Platten. Dann kommt Knuckles oder Kraken vorbei und die finishen ihn dann. Gut, das heißt, rechts weiß ich, die wollen auf Kloppe gehen in erster Linie. Ja, das ist ein Fischerteam, das kloppen kann. Allerdings kann er tatsächlich durch die Siren. Also alle Fischer können ja Fußball spielen. So, das ist halt das Ding. So, und ich glaube, Mario macht das schon ganz okay, was er alles hinten irgendwie versteckt. Was ist denn sein Plan? Will er, dass sie rankommen und ihn dann auf die Fresse hauen? Ja. Mario will, dass die Leute reingehen, damit er die gegebenenfalls runterschubsen oder verprügeln kann. Eins von beiden. Ich muss mal die Kekse wegstellen, sonst reden wir nicht mehr. Ja, das stimmt. Kekse. Aber sie sind zu lecker. Ja, das stimmt leider. Ja, Robby überlegt ziemlich lange jetzt, was er machen soll. Das kann ich gut verstehen. Sakana hat quasi gar nichts. Ah, okay, er lässt wahrscheinlich den Oktopoden oder Sakana einfach stehen. Die Ratte bleibt auch stehen. Ja, und der Stream bleibt auch stehen. Ja, da ist er wieder. Puffert das Video. Ah, nein, puffern wir nicht. So, okay, jetzt haben sie so ein bisschen ihre Leeraktivierung gemacht, die sie machen können. Jetzt muss ja einer von beiden muss jetzt halt zuerst zucken. Das ist halt in dem Fall Robbe, genau, okay. Er nimmt den Kraken, will den Scourge ziehen jetzt gleich. Nimmt den Tentacles mit, das ist vernünftig. So, gibt zwei aus, hat kein Momentum mehr, weil die Siren sich, glaube ich, geheilt hat. Genau, würfelt mal zwei Würfel auf die drei. Sollte im Normalfall kommen, genau. Zieht ihn direkt ran. So, dass er beim Tentacles mit drin ist und dann haut er ihn mal. Schickt ihn jetzt wahrscheinlich noch an. Dafür braucht er einen Nettoerfolg. Das sollte der dicke Mann mit dem Speer hinkriegen. Ja. Ja, was willst du mit 5? Moment ist Knockdown. Ja. Den kann er auch noch nehmen. Den erreicht man ganz oft mit Kraken. Nicht? Ui, ui. Ja, da ist beim Robert tatsächlich nur die Frage, wen aktiviert er jetzt als nächstes. Ich würde, glaube ich, Knuckles nehmen. Wobei, wahrscheinlich hat er am 1-1. Dann aktiviert vielleicht Sakana, gibt dem Knuckles Back of Covers. Rückseite. Ja. Weil ich glaube, das sind nur drei Influence, die Knuckles hat.
Oder er macht das selber auf sich und geht hin und haut selber nochmal den Scourge. Ein Influence so. Mehr, das müssen wir mal sagen für die Zuschauer und für mich, dass ich weiß, was Back of Covers ist. Okay, Entschuldigung. Und einmal gerade das Bonus dreimal, ne? Er hat nur überflogen. So, was der Mario jetzt vorhat, weiß ich überhaupt nicht, weil die Ratcatcher sind für mich einfach viel zu kompliziert und ich bin zu dumm. Da muss man schon so ein Hochintellektueller sein wie der Mario. Okay. Wir gehen mal davon aus, dass er einen Plan hat, was er macht, oder? Doch, hat er. Aber ich glaube, die Ratcatcher sind halt echt nie schwer zu spielen. Wenn du da einen so einen Brainfart drin hast, dann versaut dir das halt das ganze Spiel. Ja, die Oma schmeißt mal einen Red Eye Klissen. Einmal auf den Kraken und einmal auf den Oktopoden. Oktopode kommt auch. Auch mit der 6 getroffen da. Ja, die beiden kriegen jetzt mies Schaden und sind vergiftet. Vergiftet? Nee, nicht vergiftet. Nee. Sorry, ja, die sind krank. Die haben Husten. Diese Pest. Die haben Husten. Stell dir mal vor, wie so ein kleiner Oktopode hustet. Ja, wie macht ein Oktopode der Huste? Das hier, guck mal, geht mit Knuckles blub, rein. Blub. Ja. Guck mal, er geht mit Knuckles rein. Oh je, das tut jetzt weh. Der Knuckles wird wahrscheinlich jetzt bis zum Get-No rappen. Also er hat 3 rausgenommen, dann würde ich sagen... Alles, was drin ist, ist getroffen. Würfel. Ja, ja. Er müsste 6, 7, 8, 9 haben, ja. Ja. Ja, da haut ihm jetzt halt nur einen Moment des Damage jede Menge rein. Also mal so 6, würde ich sagen. Ja, wobei du hast das Verfight nicht vergessen. Das sind also wahrscheinlich 3 und gar nichts gewesen. Ich weiß nicht, wie viele Netto-Hits er jetzt hatte. Einsen raus. Das eine. Ja, genau, das heißt, er macht nochmal 1, 2, 3 und nochmal 2, die zu einem werden, genau. Ne, okay, den anderen nimmt er als Moment des Push, dann hat Scourge noch 10 Hitpoints, das ist aber nichts, was Corsair nicht schaffen kann. Dann ist Mario dran. Ja, gut, dass der Scourge tot geht, das akzeptiert er jetzt, das ist ja auch in Ordnung. Dann schießt er jetzt ein. Oha, ja, weil wir aktiviert. Piper? Ja, Piper hat einen Pass gemacht auf Bonesaw. Dann dodge Piper dafür. Okay, jetzt will er sich den Kraken anscheinend schnappen. Ja, genau, Kraken. Du kommst zu mir, ich komm zu dir. Robin muss sich überlegen. Okay, Piper geht hin zum Kraken. Ja, mal sehen, ob Robin dran denkt. Ja, denkt er. Er pusht ihn direkt Base to Base, klingt vernünftig. Ja, er countert. Oh, Christoph! Cool, 2 Hits. Mit Doppel-Push-Dodge. Das ist nur der Doppel-Push? Nee, ich glaube, es ist nur der Doppel-Push. Dann countert der olle Typ mal. Auf die 4-1. Der Piper hat 4-1. Ne, der hat 5-0. Ach, das ist einer von den 14 Hitpoints 5-0 Captains. Na gut. Unsere Kekse sind viel zu schnell alle. Also viel mehr deine Kekse sind viel zu schnell alle. Na, sie sind ja auch schon letzten Freitag, also vorletzten Freitag beim Brettspieleabend. Die Packung ist einfach zu klein. Ja. Ich kontrolliere mal ganz kurz. Die 600 Gramm. Die 600 Gramm Sparpackung Kekse ist einfach zu klein. Für 2... Alles. Okay. Okay, ja, jetzt nimmt er sich Kraken vor. Alles klar. Piper ist halt ein mieser Pusher. Jo. Jetzt geht er selber, jetzt dodge er sich selber hinterher. Na, er belegt noch, aber... Ja, nehmen wir mal durch. Okay. Nee, doch, macht er. Alles klar. Genau, also eine Bewegung ja noch komplett übrig. Abgefahrener Scheiß. Okay.
Was hat er noch? Zwei, drei. Was liegen da noch? Zwei sind es wahrscheinlich. Schon, ja. Hm. Er will Kragen runterpushen. Das klingt auch vernünftig. Aber schafft das in dieser Runde? Also in diesem. Also er schafft es jetzt nicht bestimmt mit Piper, oder? Reicht das? Kann Piper so weit pushen? Hm. Nö. Aber er bereitet es für nächste Runde vor. Momentum. Doppelpush. Das macht er dann noch einmal. Einmal hat er, glaube ich, noch. So, dann ist Robbe wieder dran, der hat noch sein Corsair, ne? Ja. Genau. Corsair wird jetzt auf dem Skype ein bisschen rumprügeln, die vielleicht, also sogar ziemlich sicher rausnehmen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum er das nicht machen sollte, weil er will das. Er muss das Momentum Race mitgehen. Mario macht jetzt gleich noch am Kraken ein, macht vielleicht noch zwei, dann hat er fünf. Der Robbe hat, glaube ich, null. Es sei denn, die beiden direkt vor seinem Tor sind Momentum. Ich glaube, die Momentum. Ich glaube, das ist Momentum. Wir müssen gleich mal, ja. Wenn seine Hand drüber ist, leuchtet die Klammer nicht so richtig drauf. Wenn die Hand sich so ein bisschen Richtung Deployment Line bewegt. Du hast aber auch wieder Fachausdrücke gelernt. Ja, geil, ne? Ja, Deployment Line. Ich bin geil, so. Oder? Ich gehe nochmal rum, muss kurz den Hand verteilen und bin gleich wieder da. Das ist Momentum. Das heißt, er hat drei Momentum jetzt. Schön, jetzt kann ich keine Kekse mehr essen, wenn Flo weg ist. So, Bonesaw geht nach vorne. Müsste ja den Ball noch haben und hat einen Influence. Das sieht aus, als würde er einen Pass machen. Nee, nicht. Ich bin so unwürdig. Doch, es war ein Pass. Auf Pilage. Das heißt, er hat das Momentum nicht genommen, sondern Pilage dafür gedodged. Pilage im Cover mit dem Ball, hat einen Influence noch auf dem Zettel. So, und jetzt wird wahrscheinlich zu sehr, wie Flo sagt, den Scorch rausnehmen. Da kommt einiges an Würfeln. Das sind 8, wenn ich mich nicht zähle. Sind 3, sind 7, sind 5 Schaden. Zähle nochmal reingehen. Das sind 7 Netto-Hits. Der Score steht immer noch. Müsste noch so 1 oder 2 jetzt haben, wenn ich das grob überschlagen habe. Also nicht, dass ich das könnte. So, der geht raus. Gut, 2 hat er noch. Und wir haben noch eine Handvoll Kekse. Und da ist er draußen. Das sind dann 8 Momentum zu 3. Da wird die Innie sehr wahrscheinlich an den Robben gehen. Guten Tag. Lass mich raten. Scourge ist rausgegangen. Scourge ist rausgegangen. Das. Schön, dass du das sagst. 2 von Robbe. Ja, das, soweit habe ich das Spiel schon verstanden.
Man gewinnt es mit Punkten. Ah, okay, und er hat ihn auch rausgenommen, bevor Corsair komplett influencelos ist. Alles klar. Mit drei Attacken hat er ihn rausgenommen. Sorry, ja, das ist also. Genau, jetzt will er, glaube ich, die Oma reinziehen. Das heißt, er müsste dann wahrscheinlich noch drei Stück haben. Er könnte auch das Legendary nehmen. Ich glaube, ich würde vielleicht sogar das Legendary jetzt nehmen. Okay. Der Bonus teilt das. Drei Würfel auf die vier. Das gibt Leute, die schaffen das nicht mit drei Würfeln auf die vier ein Tor zu schießen. Er schafft den Drag, naja gut. Und dann haut er sie noch einmal. Ne? Ja, da schubst er sie noch ein bisschen durch die Gegend. Ja, Mario besteht darauf, dass... Ja, ist so, dass das korrekt gemacht wird. Darauf besteht er. Ob das jetzt so... Okay. Oh je. Da wird irgendwas noch geheilt, oder ein Knockdown weggenommen, geheilt. Nö, nee, ich glaube, er heilt die Siren noch. Ja, sieht so aus. Hat dann immer noch 7 Momentum. Oh je, jetzt geht's ihm dem Kraken an den Kraken. An den Kragen. Ach Gott, ist das schlecht. Ja. Spätestens jetzt hast du es verschoben, Robin. Ich brauche also auch nicht zum Nachlesen. Warte mal, er wird den Stream hören. Dann merkt er, dass du ihn disst. Nee, ich diss ihn ja gar nicht. Nein, also. Das ist halt, ich finde, das passiert mir ja auch ständig und dauernd. Man will irgendwas voll perfekt und sauber spielen. Das hat er eben schon völlig, völlig so, passt das dazu? Klonk. Spätestens jetzt können wir es nicht mehr messen. Naja. Dann sind sie durch mit der Runde. Oder nicht? Nee, noch nicht. Achso, okay. Was ist ein Snert gekommen? Ja, nee, das hängt ja mit der Pelage zusammen. Der darf sich aussuchen, ob er Snert ist oder 3 Schaden kriegt. Wobei, ich glaube, Snert ist tatsächlich die schlechtere Option für einen Robbe gewesen. Da hätte man die 3 Schaden nehmen sollen, weil kaputt, ja gut, dann selbst wenn Scourge reinkommt, dann haut er ihn vielleicht kaputt, aber so kann er ihn jetzt noch einfacher runterschubsen. Mhm. Sag ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, ich finde das Spiel ziemlich interessant. Ich weiß auch überhaupt noch nicht, wer da die Oberhand kriegt und hat. Also ich denke mal, dass Robbe jetzt anfangen wird. Der hat 6 Momentum, wenn ich das richtig sehe. Mario hat 2. Der 4, genau. Also 2 weniger, das war das, was ich sagen wollte. Jetzt hängt es tatsächlich ein bisschen von der Karte ab. Wenn wir ganz ehrlich sind, Robbe muss die Innie kriegen, sonst wird es schlimm für ihn. Nee, nicht schlimm, aber dann nervt das irgendwie. So. Wenn ich das richtig sehe, hat der Piper den Ball. Genau. Achso, genau, die handeln nochmal kurz den Condition Damage ab. Huggy! Hey! Schaut uns zu. Huggies online. Greetings to Belgium. But we won't switch to English language, because we are bad at this. We are the Germans. Wobei, ich glaube, der Huggy tut immer nur so, der versteht uns trotzdem. Weil die Belgier sind die Menschen auf der Welt, die gefühlt... Also ich denke immer schon bei den Holländern, dass sie viele Sprachen sprechen, aber die Belgier sprechen noch viel mehr. Ja, genau. See German, Sir. Ja, genau. Yo, yo. So, Kekse sind alle. Oh nein. Wird Zeit, dass die Pizza kommt. Ja. Und ich ärgere mich noch, dass ich nur eine bestellt habe. Du kannst welche von meinen Veggie-Crossies abhaben. Alles gut. Weil ich weiß aus Erfahrung, dass das eine Menge ist, die für mich immer grenzwertig ist. Die ich mir bestellt habe.
Ja, das ist ja auch mal eine Ansichtssache, was grenzwertig ist. Grenzwertig ist alles, was für mich nicht mehr klappt. Gut, okay. Denn ich bin der Maßstab. Oh, dann, das müssen wir dann nochmal testen. Da müssen wir mal Richtung Osnabrück fahren. Da gibt es eine 40er-Pizza mit Käserand. Ja, nee, also mein Favorit war mal irgendwann, ich habe mal in, wo waren das, in Lichtenfels auf dem Ragnarök-Festival eine Pizza gegessen. Da sage ich so, ich nehme die XXL-Pizza, die du hier hast. Und dann sagt er, ja, weißt du, wie groß die XXL-Pizza ist? Und dann sage ich, nö, ich habe Hunger. Zeig doch mal, ich habe Hunger. Und dann hält er mir so ein, keine Ahnung, was das für ein Teller war. Also, ich glaube, da war nur die eine halt. Warte, also so, das war so groß, das kann ich gar nicht zeigen hier. Also so war die. So. ja, war auf jeden Fall, also was viel wichtiger war als die Größe, die war super lecker. Also das ist irgend so ein Pizza-Johnny in Lichtenfels, schräg gegenüber von der Stadthalle bei der hinteren Einfahrt. Da ist ein cooler Pizza-Johnny. Ich mache Werbung für dich. Du, wenn ich nächstes Mal da bin, dann kriege ich bestimmt die Pizza für einen halben Preis oder so, weil aufgrund der 8 Zuschauer, die wir haben, oder wie viele sind es? 11. 11, siehst du? Ja. Da wird der Mann in Lichtenfels jetzt richtig Knete machen. Ja. Wenn es ihn überhaupt noch gibt, weil ich war das letzte Mal da vor 2 Jahren oder so. Lass mich raten, mit Musik. Ja, mit für Musik gucken, genau. Okay. Da zieht er dann die nächste rein, die Pelage. Das wird jetzt aber... Das wird jetzt doll. Ja. Guck mal, Mario schon so, oh nee, oh nee, oh nee, oh, ich weiß, oh nee. Oh nee, oh nee. Oh nee, oh nee. Pizza ist Flo. Ja. Ja. Wup, wup. Was hat er? Having Hammer, vorher ist Blond Move. Ach so. Ja. You're damn right, Huggy. You're damn right. But you have to admit that you're an adult if you log in into our Twitch account. So there's no problem at all. The problem is that my swearing in German is much, 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 much more worse than it is in English. Und vor allem kann ich Deutsch korrekt sprechen, im Gegensatz zu Englisch, das ist mein Problem. Ja, nee, also wir machen den Stream auch in Deutsch, weil, weil wir auch einfach zu doof für Englisch sind. Das ist, ich weiß nicht, ob ich dazu mal Lust hätte, so ein ganzes Spiel in Englisch zu kommentieren. Das geht bestimmt, wenn ich mal wieder eine Woche in England war oder so, aber so direkt wahrscheinlich nicht. Och, Kinders. So, was passiert da jetzt? Der Corsair hat sie reingezogen, naja. Der Corsair haut jetzt ein bisschen auf Pelage oder auf der Oma rum. Der haut auf der Oma rum. Wir können ja mal zwischendurch so ein bisschen reden über die erste Runde. Ja, können wir machen. Erste Runde. Hast du überraschende Verlierer, die in der ersten Runde rausgeflogen sind? Ja, weiß nicht. Also ich glaube, das Matchup zwischen Timmy und Tobi in Runde 1, das war schon ganz interessant tatsächlich. Timmys Kommentar war original so, ja, oh, wenn ich mir so das Line-Up angucke vom Turnier, gegen Fisherman und gegen Farmer muss ich nicht unbedingt spielen. Ja gut, in der ersten Runde hat er gegen Farmer gespielt, in der zweiten Runde spielt er gegen Fisherman. Eisiges, das ist gut. Dann hat er jetzt alles abgehakt und ich gucke dann mal gleich, dass ich in nächste Runde, haben wir noch einen Fisherman? Ja, den Robbe. Das heißt, ich muss Timmy nächste Runde gegen Robbe paaren. Mich ärgert es ein bisschen, dass ich die Fisherman-Matte nicht hier habe. Nee, die Navigators-Matte ist, weil die findet Timmy auch richtig scheiße. Da könnte ich halt irgendwas machen, was ihn richtig doll ärgert. Aber da hättest du ja eigentlich Dirty Mike anschreiben können, dass er die hätte mitbringen müssen. Ja, das hätte ich machen können, habe ich aber nicht. Nee, ich weiß gar nicht. Lass mich mal in die Tabelle reingucken. Also, Swine hat leider gegen den Tobias Darkschneider hat er verloren, weil Swine halt einfach alles verwürfelt hat. Okay. Also das sagte der Tobias, der Herr Büdel hinterher auch noch, das war ganz schön krass, also weil Swine halt wirklich ja, alles verwürfelt hat. Nun ja, ja, was heißt Überraschung? Also ich finde da tatsächlich, dass bei Guild Ball so mittlerweile, ich glaube das Turnier hier ist, auch wenn es natürlich das sinnlose Longshanks Rating immer nicht so ganz hergibt, ich glaube das Turnier hier ist ganz cool gesetzt.
Das kann auch interessant werden. Ich schau mal. Also wir schauen mal. Alle schauen. Genau. Alle schauen. Und irgendeiner freut sich am Ende. Wird gewinnen. Oha, was kommt da? Was würfelt der Mario denn jetzt? Ah, okay. Mit dem Skirt schaut er auf den Kragen drauf. Bye, Huggy. Bye, bye. Hey, juhu, Leo. Das ist so toll, so viele. Das ist quasi, also ich glaube, ich werde... öfter streamen. Genau, weil dann sehe ich quasi die ganzen Menschen aus Guild Ball Deutschland online wieder. Nee, das Bessere ist, du kannst sie zusappeln. Ja, und die können gar nichts sagen. Und die können nur maximal was schreiben. Ja, genau. Und das Schreiben kann ich einfach auch nicht lesen. Genau, ich nimm einfach so Gaffer-Tape, kleb das auf meinen Laptop drauf, dann müssen wir das nicht sehen. Ja, genau. Das ist total interaktiv mit unseren Zuschauern. Oder nee, wir kleben nur die Zeile ab, wo sie was geschrieben haben, irgendwie. So. Damit also, wir sehen, dass jemand geschrieben hat, aber nicht wer. Genau, und nicht was. Oder umgekehrt, die Namen und müssen dann raten, wer geschrieben hat. Wer hat das geschrieben? Ja, ganz tolle Idee. Gut, aber wir sollen das Spiel kommentieren. Sagt wer. Das stimmt eigentlich. Werde ich dafür bezahlt? Ja, okay. Also, Keksen vorhin. Ja, stimmt. Aber diesen, nee, die waren von dir bezahlt. Ja, aber die waren ja schon alt. Die waren aber okay dafür, dass die alt waren. Wie war das mit alten Keksen? Lernt man essen? Ja. Ja, okay, pass auf. Der Scourge hat da Dinge gemacht mit dem Kraken. Kraken liegt quasi für ein Takeout bereit. Ja. Er haut ihn nochmal, glaube ich. Schiebt ihn noch ein bisschen dichter an den Rand. Aber damit der Takeout vom Piper gleich einfach auf der Platte ist. Takeout oder runterschubsen? Ja, mit Takeout ist ja runterschubsen. Also, okay, ja, gut. Runtergetakeoutet. Runtergetakeoutet. Rausgetakeoutet. Nesty, ein bisschen anders geschrieben, ist auch da und begrüßt Leo. Ja, ich und meine müden Augen, ich lehne mich immer ganz weit durchs Bild. Da weiß ich gar nicht, wer das ist. Ich weiß ja bei vielen Internet-Namen gar nicht, welche Persönlichkeit dahinter steckt. Das ist auch egal. Schön, dass auf jeden Fall Leute da sind und sich untereinander grüßen und mögen. Das ist auch schon mal geil. Jetzt wollte ich gerade sagen, yeah, wir haben 13 Zuschauer. Ja, und dann gehen 8. Und dann ging es auf 11. Naja, macht nichts. Ist auch völlig egal. Ich freue mich, dass es überhaupt Leute gucken. Wie gesagt, wir hauen den Scheiß hinterher. Das wird aber ein bisschen dauern. Noch bei YouTube rein. Dann könnt ihr euch das da auch auf dem Solduri-Channel angucken. Das läuft schon. Markovs im tiefsten Süden ist das. Juhu! So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwie was von meinem Getränk einschenke, ohne... Ohne, dass du die Marke ins Bild hältst. Ohne, dass ich die Marke durch... Genau, es darf keiner wissen, dass du jetzt einen Rockstar Energy Drink zu dir nimmst. Kriegen wir dafür Geld? Verklagen die uns, wenn wir sowas machen? Im Zweifelsfalle wird das halt irgendwie gelöscht oder so. Keine Ahnung. Das ist so ähnlich wie mein YouPorn-Account. Den löschen die auch immer wieder. Ja, aber auch nur wegen mangelnder Zuschauerzahlen. Ja. 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 Ja, Ende. Ich schmeiß einfach nur Mikroständer in den Raum. Ja, Mikroständer sind immer gut. So, okay, also der Kraken aktiviert, geht irgendwie ein bisschen nach hinten, damit er im Cover steht. Okay, das Gute ist, der ist jetzt auch ein bisschen weiter von der vom Pitchrand wieder weg. Ja, jetzt haut er auf irgendeinen. Auf wen haut er denn? Wenn wir zuhören würden, den Robbe kann man ja tatsächlich ganz gut hören, aber... Bei Mario ist das ein bisschen schwer, weil er so ein bisschen so in die Hand reinbuschelt. Ja, das ist ja egal. Ich habe den Jungs gesagt, die sollen einfach spielen. Das ist das Wichtigste. Wir sollen hier nicht auf unsere Kommentatoren-Scheiße achten, finde ich. Sonst müssen wir halt irgendwie Ansteckmikros bauen oder sowas. Und ach, lass mal so. Ich finde das alles in Ordnung. Ja, der Würfel ist auch in Ordnung, Robbe, der da liegt. Ja, also, wenn du da, ich finde immer, wie sagt das so schön, wir haben uns vor dem Spiel auf keine Brennregel geeinigt. die Frage ist halt tatsächlich, ich finde immer, so ein Würfel brennt nur dann, wenn du oben keinen zweiten Würfel rauflegen kannst, ohne dass der runterrutscht. War das jetzt irgendwie deutlich? Nee, ne? Doch, ich kann also, stell mir das gerade bildlich vor. Wenn du einen zweiten Würfel oben rauflegen kannst und der bleibt einfach liegen, dann brennt der Würfel nicht. Ja. So. Ich finde, das ist eine gute Regel. Das heißt also, größere Würfel brennen weniger leicht als kleine Würfel. Ja, das stimmt ja aber auch. Ja.
Die liegen deutlich näher. Ist einfach so. Ja. Aufgrund mehr Fläche. Die, also das ist ja Würfelphysik quasi. So mit Reibungs... Würfelphysik. Ja genau, mit Reibungswiderstand, der größer ist, wegen mehr Fläche. Ja. Ja, siehst du? Aber hat ja auch mehr Gewicht. Ja, und wir haben alles. Wir haben alles. Wir haben mehr Reibungsfläche und mehr Gewicht. Genau. Also bewegen wir uns hier eigentlich nicht weg. Nein, wir bewegen uns nie irgendwo hin. Okay. Jo, ja, der kann einfach so, also der Bonesaw aktiviert, der Bonesaw geht einfach mal durch alle durch, das kann er ja, gar kein Problem. Nimmt sich auf dem Weg wahrscheinlich den Ball mit und hat dann 3 Influence gehabt. Och, Mario, lese sie doch nicht immer weg, das weiß auch jetzt wieder keine Sau, also ich jedenfalls nicht, was der hatte oder was er gerade gemacht hat. Hat er gecharged? Man weiß es, ich weiß es nicht. Du hast ihm gesagt, er soll spielen. Ja, ist ja auch richtig. Aber dann kann er doch wenigstens sauber spielen. Ja, seien wir mal ehrlich. Wie spielen solche Leute denn auf der WTC mit? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Mal unter uns. Ja, mal unter uns. Was macht er da? Wenn Timmy gleich spielt. Nein, ich will Timmy nicht im Stream haben. Weil, wenn Timmy spielt, verstehst du sowieso überhaupt gar nichts mehr. Nee, das Problem du ist... Du weißt ja nicht mal, welche Karten er sich hinbelegt hat. Das Problem ist das Plattenchaos einfach. Aha. So, interessant. Auf wem lag der? Der lag auf Bonzer. Ja, gut. Achso, Bonzer hatte also nur 2 und hat dann einfach mal den Kraken gecharged. Okay, verstehe ich. Wir vergrauen übrigens die Zuschauer. Es ist schon wieder einer weg, ja. Nein, wer haut ab? Weiß ich nicht. Ich kontrolliere das nicht was, so. Was schreibt er? Was spielt Timmy? Ja, Timmy spielt Falconer, ist richtig. Du kannst dir das Ganze auch, wenn du internetfähig bist, was du offensichtlich bist, weil du ja gerade in unserem Twitch-Channel kommentierst, guck dir den Event bei Longshanks an. Das ist das 3. Solduri Guild Ball Turnier. Da kannst du dir alle Ergebnisse, die wir halt auch von den Spielen, die wir nicht streamen, kannst du dir da reinziehen. Das geht total gut. Wir können das nachher auch nochmal reinschieben und besprechen. So wie so eine Warze oder so. Ja, wie eine Warze. Nee, also, Timmy spielt tatsächlich Falconers. Ich finde es total witzig, dass so, so viele von den ganzen echt Scheiß-Gilden, nämlich Falconers, Redcatcher und Cooks, dass wir die 4-mal in einem 16-Mann-Turnier dabei haben. 4-mal? Ja, 4-mal. Was haben wir denn doppelt? Dann habe ich mit Redcatcher 2-mal. Ah, okay. Weil der Turbo-Pups auch Redcatcher spielt. Ah. Wir haben Redcatcher 1-mal, wir haben Cooks beim Dirty Mike, wir haben Redcatcher bei Mario und beim Turbo-Pups halt und die Falconers bei Timmy. Die Miner-Guilds, die man überhaupt nicht spielen kann, die überhaupt nicht kompetitiv verfügbar sind, die werden hier gespielt. Ja, wir machen demnächst auch einfach mal ein Zweitliga-Turnier, wo man nur meiner Guild spielen darf. Und einer hat auf dem Rücken. Ja. Gebunden. Und zwar diejenige, wo man die Händigkeit hat. Also wenn du Rechtshänder bist, musst du mit der linken Hand spielen. Alles. Damit möglichst sinnlose Messfehler und Würfelchaos passieren und sowas. Ja. Das sieht der Robbe ganz richtig. Der Robbe fragt gerade nochmal nach, ob der Bonesaw durch alle Modelle durchgehen kann. Ja, darf er, aber kriegt natürlich potenziell, wenn er wieder aus der Mini-Zone rausgeht, ein Parting-Blow. Ne? Aber, tja, Bonesaw steht halt perfekt, um gleich ein Tor zu schießen. Der Piper kann also, wenn Mario das, weiß ich nicht, doch, kriegt er Mario hin. Ich glaube, wenn Mario das ein bisschen cool macht, dann kann er gleich halt so eine 6-Punkte-Aktivierung ziehen. Siehst du sie? Den Kraken rausnehmen und ein Tor schießen. Ja, aber Bonesaw war ja schon aktiviert. Wie macht er das denn nur? Ich habe keinen Plan. Mit Reverie macht er das. Das ist ein Character-Play von Piper. Ah, und was macht das? Na, damit kann der Bonesaw einmal 7 Zoll weit sprinten und einmal mit seinen 8 Zoll aufs Tor bolzen. Ah, cool. Kann oder? Das nur der Bonesaw? Oder das kann jedes Modell bei den Redcatchern. Das ist ja unglaublich. Ja, oh Gott, meine Fresse. Ey Gott, das war eigentlich schon fast der Ende der Maus. Das war schon ein bisschen Die Sendung mit dem Klaus. So, was passiert da jetzt? Irgendjemand macht irgendwas? Ich glaube, Kraken ist rübergegangen und haut auf die Pelage drauf. Ne? Hat der Kraken die Oma rausgehauen? Ja, ne? Robbe? Die Oma sehe ich nämlich nicht mehr. Nee, die dann steht sie ja oben am Rand. Ja, dann hat der Robbe nämlich schon 4 Punkte.
Es tut uns leid. Nee, es tut mir leid, weil Flo hat es ja entdeckt. Ich hoffe, das sehe ich richtig, weil ich sehe die Oma nirgendwo. Das ist der Sakana oben. Und Sakana Siren, Kraken. Und die Oma steht oben neben der Uhr, genau. Dementsprechend ist die Oma rausgegangen gerade. Genau. Dann steht schon 4. Und eindeutig steht auch da oben auf dem orangen Würfel eine 4. Ja, klar. Wer das nicht lesen kann, der sollte mal zum Augenarzt gehen. Eine Brille. Genau. Wir bieten euch hier das ganze Paket. Ihr kriegt nicht nur ein cooles Spiel mit geilen Kommentatoren, ihr kriegt auch den Gesundheitsservice. Sagt uns, was der orange Würfel zeigt und wir sagen euch, ob ihr zum Augenarzt gehen müsst. Und ich möchte verkünden, 14 Zuschauer. Und da geht er auf 6. Nein, 14 Zuschauer, die 6 ist auf mir 6. egal. Punkte. Ja. Los. Das ist doch unwichtig. Computerschlampe, ändere die Punkte. Das hast du gut gemacht. Ja. So, jetzt können wir uns über die 14 freuen, da wir jetzt 6 Punkte haben. Oh. Oh, das waren zu viele Leute im Stream. Zu viele Leute im Stream. Das schafft er nicht. Ja. Wie gesagt, also ihr könnt euch die Videos hinterher auf YouTube ohne Geruckel, ohne Scheiße angucken. Das ist halt, was wir hier gerade machen, ist halt technisch ein bisschen gedoppelt und dreifach. Ich weiß nicht, hast du das vorhin schon mal irgendwann erklärt, was wir machen hier eigentlich? Keine Ahnung. Also wir machen das eigentlich so, weil wir hier nicht unendlich lange Internetleitungen haben und ähnlichen Scheiß. Machen wir das so, dass wir den quasi den Stream woanders streamen und eigentlich nur den Stream kommentieren. Das heißt, wir machen quasi so ein Sender-Empfänger-Modell, doppelt und dreifach. Und ja. Das heißt also, vom Prinzip her gehen 3 Streams durch die Leitung. 2 genau, raus, richtig. Einer rein. Genau, und das ist halt ein bisschen, das frisst halt die Leitung, auch wenn wir hier eine ganz gute haben bei uns im Club coolerweise. Das frisst halt die Leitung ein bisschen auf. Wenn man das direkt kommentieren könnte, was wir ja könnten, wenn wir die technischen Voraussetzungen hätten, bla bla bla, naja, dann wäre das anders. Dann würden wir entweder im Kühlraum oder in der Werkstatt sitzen, ja, und genau. Da habe ich keine Lust drauf. Nein. Wobei, im Kühlraum sitzen? Da sind keine Fenster und ich habe gestern die Röstzwiebeln. Ach ja, die Röstzwiebel-Hotdog-Geschichte, ich erinnere mich. So, dann haut Piper ihn nochmal. So, das muss ein Doppelpush sein. Jo, das ist ein Doppelpush. Und jetzt kommt das Piper Heroic Dingens. Genau. Ja, und dann musst du Revelry noch machen, Mario. Jetzt musst du das Heroic machen. Was? Was macht er denn da? Okay, ja gut, er macht das so. Achso, jetzt machen wir das Review. Okay, das war noch die letzte Attacke, alles klar. Lass mich raten. 2 Punkte für Mrs. Mario. Ja, warte kurz. Mrs. Mario macht jetzt gleich. Du meinst, ich kann gleich die 6 Punkte eintragen? Ja, genau. Ich bereite das oh schon. Oh Gott, wir dürfen sowas gar nicht sagen als Kommentatoren. Wenn wir jetzt sagen, er geht jetzt auf 6 Punkte, dann klappt das doch nicht. Ich trage die sogar schon mal ein. Du bist also jetzt aber, glaube ich, beim Robben in den Punkten gewesen. Nein. Doch. Doch. Ja. Mit Bonus-Time. Los, Christoph. Würfel. Und? Ja, nee, ich glaube, er hat getroffen. Achso. Genau, Robby überlegt, wo er den rauskickt. Machen wir die 6. Da steht 6 zu 6. Uiuiui. Und aus dem Kommentatorenraum rausgeguckt, würde ich sagen, Eisi und Timmy haben das schon beendet. Nee, oder Timmy ist eine rauchen. Und Eisi langweilt sich. Ich gehe mal nachfragen. Das wollte ich. Ach ja, dann machst du das noch. Lass mich das doch mal machen. Ich geh erstmal. Komm raus, kleiner Mann. Lass mich hier alleine. Ja. Auch das ist in Ordnung. Ich werde hier alleine gelassen. Naja, gut, ich habe es die ganze Zeit auch mit ihm so gemacht. Oh, Hauaha. Wo landet der Ball? War das die letzte Aktivierung dieser Runde? Ne, die Ratte hat doch der Mario noch, oder? Oh, Sakana kann mal schön ein Tor schießen vielleicht. Ja, kann er ganz bestimmt. Der geht ja da hin und nimmt den Ball. Also steht 8-2. Ja. Und es ist nur die Raucherpause. Siehst du, hab ich mir doch gedacht. Oh, der Robbe geht jetzt vielleicht auf 10.
Also ich weiß gar nicht, darf man sowas als Kommentator sagen? Ich finde schon. Ja, also ja, ach, deswegen ist er ja da. Genau, um einfach Dinge zu machen, die man nicht machen darf. Nee, das hat damit nichts zu tun. Wir sollen ja, also du sollst ja das Spiel... Oh, warte mal. Brauchen Sie jetzt einen Judge? Brauchen Sie einen Judge? Muss ich da hin? Ich meine, wenn der Robert das jetzt einfach machen will, macht es jetzt natürlich ganz besonders. Wenn er es einfach machen will, dann gibt er Momentum aus, macht Gliding mit ihm an, steht da im Rough Ground und dann kann er es drauf auf jeden Fall schießen. Jo. Genau. Also. Oh je. Kommt. Dann steht das jetzt 6-10 aus Marios Sicht. Oh je. Ab jetzt wird das Spiel richtig schwer. Allerdings, weiß ich nicht, macht Mario noch? Ich weiß ja nicht, was Mario für Karten hat. In die 3 für 5. Das ist okay. So. Das wird jetzt ein schwieriges Spiel für den Mario. Ganz schwieriges Spiel. Aber ist noch was drin, oder? Wenn er halt nochmal so eine 6-Punkte-Aktivierung kriegt, aber die sehe ich gerade nicht so richtig. So, und Robbe braucht halt nur noch 2 Punkte. Ich weiß nicht, wie viele Hitpoints der Scourge hat, ob den Mario den zwischendurch geheilt hat. Das kann man schwer sehen. Ja, das kann man nicht so gut sehen. Das kann man so gar nicht sehen. Und dann sind sie durch. Ja, Christoph, wir haben da irgendwie über die Uhr. Ach, ist doch egal. Die Uhr wird, glaube ich, kein großer Faktor in dem Spiel. Okay, Tentacles hat die Condition runtergenommen, weil er sonst wahrscheinlich auch nach Hause gehen würde bald. Also führt Christoph, das ist schon mal gut. Was macht die Krankheit eigentlich? Die Schaden. Und du musst für alle Heilprozesse ein mehr Momentum zahlen. Das heißt, wenn du jemanden heilen willst, der Disease hat, musst du einfach mal 3 Momentum zahlen. Das ist aber... Böse. Ja, ist schlecht. Gemessen an gut ist das schlecht. Und wie viel Schaden macht das? Und am Ende der Runde? Eins Schaden. Eins Schaden am Ende der Runde. So, Christoph überlegt, welche Karte er nimmt. Der Robin auch. Da hinten liegt der Ball. Oh, Kness. Warum liegt ihr das dann auf die Karten? Damit das möglichst schwierig zu spielen gleich wird, oder was? Das Problem ist halt, Mario darf ihm auf jeden Fall den Ball nicht geben. Er darf ihm auf keinen Fall den Ball geben. Weil da, wo gerade Corsair steht, schießt Corsair halt auch eine Bude. Da, wo Sakana steht, schießt Sakana auch eine Bude. Oh je. Er hat die Oma noch reinzubringen? Die Oma und Pilage. Die kommen beide wieder mit wenig Hitpoints. Gut, die kann er hinstellen, dass er dann nicht rankommt, aber dann macht er halt mit dem Rest von seiner Gang auch nicht viel. Mit 6 und 8 Hitpoints kommen wieder rein. Oh, Christoph, der Ball. Oh Gott. Ja. Okay, der Robbe fängt an. Naja gut, wobei andererseits was voll... Ja... Hui. Hui. Was kann denn das Rattenvölkchen da hinten machen, Schönes? Ha? Das, ich weiß nicht, ob er das nicht tatsächlich in der ersten Runde schon gemacht hat. Die Ratte hat ja ihr lustiges Legendary Kill hier. Ist das Legendary? Ja. Das, glaube ich, ist Legendary with Kill the Ball, ne? Genau.
Ich glaube, das hat er am Anfang gemacht, um den Ball überhaupt zu kriegen mit der Ratte. So, Robbe möchte das gerne jetzt schön und in einer Aktivierung zu Ende bringen. Okay, Sakana aktiviert, bewegt sich ein bisschen. Hä? Ach ja, der hat, also hat wahrscheinlich Robbe Seize Initiative gespielt. Ja, hat er. Okay, das muss der Mario machen, weil sonst wird der Scourge gedragt vom Corsair. Robbe, bring nochmal den Kraken wieder rein. Mach das mal, Robbe. Robbe, bring den Kraken wieder rein. Muss er doch sogar, ne? Ja, muss er. Achso, Kraken, ja. Kraken und Tentakel. Ja, gut, der denkt daran. Ja, sehr gut. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, der Name, ich weiß. Ja, ich... Für Leute, die das nicht so oft vor der Flinte haben, selbst für Leute, die es öfter mal sehen, ist das einfach eine verwirrende Namenskoinzidenz. Und da oben bringt er was rein? Den Kragen. Ah, okay. Ja, weil er ihn eben unten hatte, erst. Nö, kannst du rummessen und gucken, wo es dir besser gefällt. Ne? Ja. So, Influence hat er auch verteilt. Hat die Siren gar keinen Influence gekriegt? Anscheinend nicht. Ja, Mario muss irgendwas machen, um sich den Scheißball zu holen. Das Problem ist nur, Sakana schießt halt auch ziemlich sicher und ziemlich gut eine Bude. Wenn der Ball da irgendwo auf der Seite drauf liegt, Sakana hat quasi effektiv ja seine 4 Influence durch das Back of Coffers. Tackle halt einen Ball zur Not auf der 1, dodgt ein bisschen rum und passt einen Ball. Zur Not spielt er den Ball einfach in die Mitte, da kommt Mario dann im Leben auch nicht ran. Und dann haben wir das zu dicht darf er die Puppe am Rand auch nicht stehen lassen, weil Kraken eigentlich auch ein ganz guter Pusher ist. Auf der 2 ja. Ein Doppelpush. Moment ist. That's not so goodly. Hä? Das heißt, wir müssten. Müsste. Was müsste wer? Keine Ahnung, Heme. Das ist bezogen auf irgendwas, was wir gesagt haben. Auf was wir gesagt haben oder auf was die da im Chat schreiben? Nee, im Chat schreiben sie so wenig. Ah, okay. Dann meint er bestimmt uns. Ja. Nur. Heme, erleuchte uns. Was willst du uns sagen? Schreibt einfach ein bisschen mehr, weil wir gucken nicht die ganze Zeit auf den Chat. Sorry. Und, ich habe gerade ein bisschen Gehirnkonflikt. Wenn ich gepusht werde, kann ich ihn beißen? Ich pushe ihn. Weil er nicht aktiviert, er muss ja schreiben. Genau, das Modell, das muss nicht warten. Das muss nicht aktiviert sein, du kannst ja doch sparen. Aha, ja. Genau. So, Mario hat da oben das den Fastbaum genutzt. Hat die Oma die. Oh je, Regelfragen! Reingebracht und die Pilage müsste da oben auch drinnen stehen. Gut, dass ich ein Internet habe. Und der Ball. Ja, Timmy und Icy haben Regelfragen. Es ging irgendwie darum, ob man irgendwie einen Ball snappen kann, wenn man gepusht wird oder so, glaube ich. Aber da wird uns Flo gleich näher erleuchten. Gut. Kraken fängt an. Besucht die Pilage. Ein Moment des Knockdown. Dann schauen wir mal, wo dabei in der Ball scattert. Der Ball ist bei Kraken. Also ich vermute mal, dass Kraken den Ball nimmt. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er den Ball auch gleich wieder droppen kann oder ihn auch gedroppt hat. Gut.
Da werden die Stepper rausgeholt. Okay, scheint, dass er den Ball wirklich gedroppt hat. Wenn du einen Ball nach dem Scatter nimmst, kannst du ihn dann auch gleich droppen? Ja. Gut. Du darfst ihn nur nicht droppen und wieder aufnehmen in derselben Aktivierung mit deinem Modell. Okay. So, da oben stehen Kraken, Pilar, genau. Also und Omi. Gerade passiert ist, Omi, Pilar standen da oben. Kraken hat Pilar genockdownt. Ja. Der Ball ist zu Kraken gescattert. Ja. Kraken hat ihn an den Pitch, also auf die Pitch-Seite gedroppt. Ja. Jetzt ist Omi rangegangen. Und Omi schubst jetzt Kraken raus. Omi schubst jetzt Kraken raus. Das ist ziemlich gut für Mario gerade. Ja, ich habe schon gesagt. Also ich habe nur mal angedeutet, es ging wohl um, ob man während man gepusht wird, ach so, genau, einen Ball aufnehmen kann. Genau, und das kann man. Das kann man, gut. Weil das fällt alles unter Movement und unter Repositioning. Und Repositioning sind Dodges und Pushes. Und wenn man gepusht wird, dann ist das ein Repositioning. Also ein at once. Und ach, naja, ihr versteht, was ich meine. Das ist alles Movement, also darf man den Ball nehmen. Gut. Hat die Oma gerade einen Pass gemacht? Ja, mit Sicherheit auf Pillage. Und Pillage ist dann gedodged? Ja, mit Sicherheit, weil Mario sonst nicht die Reichweite für den Goalshot hat wahrscheinlich. Und außerdem wäre... Das wird aber trotzdem schwierig. Pusht er sie jetzt runter? Eine Attacke hat die Oma noch, nehme ich mal an, hoffe ich. Und es reicht ja, wenn ein Stück der Base rüberguckt. Ja, klar, das reicht ein Mühe, dann ist er raus. Okay. Ui. 8 zu 10 aus Marios Sicht, jetzt bin ich gespannt. Aber, ich weiß nicht, sind das 12 Zoll? Nee, das sind mehr. Das sind 6, das sind, ich würde mal sagen, so aus der Hüfte geschätzt sind das 14 Zoll, die Pelage von Corsair wegschließt. Vielleicht auch nur 13, aber es sind auf jeden Fall mehr als 12. So, jetzt muss er Sakana aktivieren, weil sonst halt Pelage die Bude macht. Abgefahren. Das war ein gutes Comeback. Also auch wenn es noch nicht gecomebackt ist, aber... Aber es hat ihn wieder voll ins Spiel gebracht. Ja, ja klar. Also Robbe wird eigentlich gezwungen. Ich weiß nicht, wie gesagt, aus unserer Perspektive sieht es halt immer ein bisschen komischer aus. Vorhin auch im Spiel von Icy hatte ich ja gedacht, so ein bisschen der Shark kann da nicht rausgepusht werden aus dem Pfeiler. Ich habe mit den beiden Jungs nochmal geredet. Die sagten, nee, alles gut. Stand total klar so, dass es so gewesen wäre. Gut, das ist die Perspektive von der Kamera verschubst das halt immer ein bisschen im Verhältnis zu dem, wie es wirklich ist. Außerdem ist ja wichtig, dass die Leute der Meinung sind, dass es funktioniert. Genau, wenn die Leute am Tisch damit klar sind, dann sind wir damit auch klar, alles gut. Die dürfen das so spielen, wie sie wollen. Ich bin nur dann in dem Moment Judge, wenn ich als Judge gerufen werde und selbst dann habe ich keine Ahnung. Tü-düm. Ja. Aber du löst die Probleme. Genau, ich bin Problemlöser. Der Problemlöser. Habe ich jetzt was Dummes gerade gemacht? Ja. Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Oh Gott. Oh. Ich glaube, Rob hat sich gefreut gerade. Da gibt es wieder einen Knockdown auf die Pillage. Nee, weiß ich nicht. Es scheint ein Knockdown zu sein, sonst würden sie ja nicht die Scatter. Ach, Siren hatte also doch Influence. Den hat er dann nur gut versteckt. Das kann ja sein. Dann hat sie auf die 6 Zoll ihr Dread Grace gemacht. Genau, Dread Grace, richtig. Flo, übrigens, wenn ich mit dir einfach die nächsten 2 Jahre jede Woche einen Stream mache, dann habe ich sehr viel Ahnung von dem Spiel. Das glaube ich nicht. Was soll das heißen? Weil ich, also das müsste ja heißen, ich müsste die nächsten 2 Jahre auch noch voll Ahnung von dem Spiel haben. Okay, machen wir es so. Wenn wir die nächsten Wochen täglich streamen würden, dann wäre das bestimmt nicht kacke. Dann hätten wir danach, also ich auf alle Fälle, mehr Sachen im Kopf als... Jetzt bin ich mal gespannt, wohin fliegt denn der Ball? Wohin fliegt der scheiß Ball? Zu Siren. Nein, der fliegt... Uiuiui. So, Siren hatte nur einen... Nee, das ist aber, glaube ich, mehr als ein Zoll.
Oh, Mario, jetzt wird's richtig doll schwer. Was kann denn Sakana machen? Also Sakana kommt, könnte Sakana an den Ball kommen und ein Tor schießen? Ja, Sakana kommt am Ball in die Mitte. Gut, das ist vielleicht auch nicht gerade so unrisky, weil rein theoretisch könnte Mario dann mit Piper rein und das Tor über Boneshaw versuchen zu forcieren. Das ist also, hui, das ist gerade ein knappes Höschen irgendwie, was die beiden Jungs da spielen. Piper. Okay, der Ball scheint frei zu liegen. Siren konnte sich den nicht schnappen. Ah, nee, okay, er wollte ihn nicht mit Siren schnappen, natürlich nicht, weil so wäre der Ball tot gewesen für Robbe. Ja. Gut, andererseits muss Robbe doch aber klar sein, dass Mario sonst sagt, also Robbe braucht nur noch ein Takeout potenziell. Der braucht ja nicht mal das Tor. Ja. Aber aktuell ist... Ich weiß gar nicht, warum Robbe dem... Ja gut, kann man beides machen. Also ich gehe bei allen mit, muss ich fairerweise sagen. Man hätte ja auch vielleicht sagen können an Robbes Stelle, okay, pass mal auf, ich hau dir gleich den Boneshaw kaputt. Ja, aber wäre nicht vielleicht sogar die... So, Pelage ist gesprintet. Hat den Ball am Fuß. Da hinten ist sie ultra safe, würde ich jetzt einfach mal rotzfrech behaupten. Ah, wobei ist sie weiter als 4 Zoll von der Oma weg? Das würde ich mal sagen, ja. Nee, ich glaube nicht. Okay. Der Abstand zwischen den Linien ist genau 8 Zoll. Ja. Die Base ist größer als 1 Zoll. Neben Pelage liegt rechts der Ball, das heißt, das sind schon mal mehr als 1 Zoll. Ja. Bei der Oma könnte es auch Pi mal Daumen Zoll sein. Ende vom Lied ist okay. Ja, gut. Ich hätte es vielleicht an Robbes Stelle ausgemessen, weil theoretisch hätte er, ja gut, er muss mit Sakana in 4 Zoll zu Pelage kommen. Das hätte er aber schaffen können, außenrum auf Oma raufhauen, fancy Footwork triggern, sich den Ball nehmen, Ball in die Mitte kicken. Ja, ach, ich weiß das auch alles nicht. So, was wollte ich jetzt hier eigentlich? Ja, ich wollte mir Dinge tun. Du wolltest Dinge tun. Du willst ein Match eintragen? Nö. Ich hatte eben die Spielregeln geöffnet, weil ich ja Dinge nachgucken musste. Ja, und wolltest jetzt wieder WLAN ausmachen. Ja, das wollte ich machen, aber ich war leider so blöde, dass ich das PDF nicht runtergeladen habe. Nee, das doch. Ich hab's hier auf dem Tablet, aber ich habe es einfach dicht gemacht. Und pass auf, wenn ich jetzt Folgendes mache, dann fragt er mich ja, ob ich es erneut herunterladen will, das will ich ja gar nicht. Ah, okay. Muss es bloß nochmal aufmachen, weil ich das einfach nicht finde bei der Dateifülle, die ich auf diesem dämlichen Tablet mittlerweile drauf habe. Okay. So, dann kann ich dies nämlich dicht machen, das hier auf, das so, jenes dort, Vlan aus und wir sind wieder voll dabei. So, Sakana hat ja gerade Dinge mit dem Rattenschwan gemacht. Ja, warum nicht? Ja, das ist gut, Mario, das ist super gut. Versteck ihn hinterm Goalpost. 4, ja, perfekt. Alles cool, alles richtig gemacht. Das heißt, Corsair kann ihn nicht ziehen. Genau, der Takeout ist dahingehend erstmal auch von der Platte. Den sehe ich diese Runde nicht. Und Piper, boah. Das heißt, Mario muss jetzt einfach nur Bazilliarden arschvoll Momentum irgendwie machen, damit er die nächste Runde anfängt. So, beide haben noch ihre 6 Influencer-Modelle da stehen. Piper versus Corsair. Und jeder von ihnen muss irgendwie daraus das Maximum an Momentum quetschen, damit sie dann die nächste Runde anfangen können. Wenn Mario die nächste Runde anfängt, gewinnt Mario das, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Und wenn Robbe die nächste Runde anfängt, gewinnt Robbe das. Ich sag das jetzt einfach mal so. Das Beste ist, aktuell haben wir okay. Warum hat er gerade ein Momentum aus? Um ihn zu heilen. Ja, okay. Ich wollte gerade noch sagen, beide haben gleich viel Momentum aktuell. Nee, jetzt. Genau. Und das will deswegen sagen, so, okay, irgendjemand wird geheilt. Nee, doch nicht, weiß man nicht. Mario ist sich unschlüssig. Ja. Und die doch, irgendjemand wird geheilt. Das ist die Ratte, weil sonst könnte die Ratte gar nicht aktivieren gerade. Oh ja, Optionen offen halten. Das ist immer, ich finde, das ist sowas, was, wie sagt man so schön, das unterscheidet die Jungs von den Männern. ja, so, sehr gut, sehr, sehr gut. Was wird das? Also das ist der Mini-Obolus. Pass auf, siehst du gleich? Das ist der Dreadful Shriek gewesen, mit Sicherheit. Ich schaue mal auf die Karte. Guck mal, was Sakana jetzt macht. Sakana geht weg. Ja, Sakana geht viel weiter vom Ball weg. Sehr gut.
Oh, wie ärgerlich. Ja, das ist richtig ärgerlich. Und zwar einmal komplette 6 Zoll. Jogreichweite, ja, 6 Zoll. Ja, ja, das ist richtig gut eigentlich. Ja, knappes Höschen, das ist immer noch super interessant. Ja, Mario, mach doch mal eine dumme Fresse. Danke, danke schon. Soll ich ihm sagen, dass er eine dumme Fresse macht, oder merkt er das hinterher, wenn er sich das bei YouTube anguckt? Na, er war vorhin extra hier und wollte gucken, bis wo man wohin gucken kann. Also was man sieht von ihm und so weiter. Alles. Ich gesagt, ist alles egal. Ja, alles. Ich sehe alles von ihm. Ja. Wir haben jetzt nur vergessen, die Kamera, die von unten in die Nasen reinfilmt, anzumachen. Sehr schön, sehr schön. Wer da einen Interesse hat. Also, Corsair will darüber. Da muss er hinsprinten, 100 Pro. Ja, ist denn gesprintet. Legendary, Legendary. Es sei denn, er hat schon gemacht. Okay, nee, er will's würfeln. Ach du Scheiße. Was will er würfeln? Ja, mit Bonus-Time. Okay, das ist in Ordnung, Robbe. 3 Würfel für den Drag auf die 5-0. Und? Ja, da oben sehe ich schon eine 6 alleine. Okay, ja, dann hat er jetzt aber nur noch 3 Attacken. Damit kriegt er den Piper nicht tot. Und damit macht er eigentlich nur 3 Momentum jetzt effektiv. Und Piper macht gleich einfach mal eine 500.000 Momentum. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Call war. Ist wahrscheinlich der einzige, den er gerade machen kann tatsächlich. Gut, die Frage ist ja noch, was sind auch an... Erst Knockdown. Ja, und jetzt, heißt, haut er ihn auf die 4-0. Er macht aber trotzdem keinen Moment des Damage. Er schubst ihn jetzt ein bisschen durch die Gegend. Ja. Die Frage ist, will er ihn da überhaupt haben, wo er ihn hinschubsen könnte? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Eigentlich, das Problem ist für Robbe gerade, er will ihn eigentlich gar nicht in der Mitte oder dichter an Pelage dran haben. Weil sonst können Piper innerhalb von 8 Zoll des Reverie, glaube ich, ja genau, sonst kann Piper halt irgendwie 2-3 Momentum machen, Reverie sagen, die Alte sprintet und schießt aufs Tor. Okay. Nicht gut, nicht gut. Und Mario hat den Piper halt noch, der aktivieren darf. Ich glaube, der Piper war voll. Musst du für Reverie Sichtlinie haben? Du musst für alle Character Plays Sichtlinie haben. Gut, dann wird das aber schwer, weil ja, Piper dahinter gut versteckt ist, würde ich sagen. Pilage. Ja, ja, ja. Also wird das schon mal nicht funktionieren. Wobei ich weiß gar nicht, ob das nur auf gegnerische... das wäre wieder so Dinge, die ich nachgucken müsste. Dann müssten wir doch einfach mal den Judge fragen. Ja, frag doch mal einen Judge. Keine Ahnung, hat also nicht mich. Vielleicht weiß ja einer von den Zuschauern, dass ob man auf Charakterplays... Also man braucht generell... Also ich kann ja auch einfach die Spielregeln gucken. Es ist zwar langweilig, wenn wir die Spielregeln gucken, aber wir können es ja. Wir sind hier so multimedial ausgestattet. Nur leider leckt es. Ja, irgendwas ist ja halt immer. So, Plays, Character Plays, Seite 20 in The Rulebook. Name, Switching Cross. Nächste Frage. Jawohl! Ich glaube, der war hinter der Linie. Und Timmy hat wieder eine Frage. Angefasst hat. Ich krieg mich hier hin. Habe ich einen Punkt Momentum? Die Frage, die wir vorhin hatten, mit dem Ball hinter der Linie, ob man dann Momentum kriegt, ist gerade wieder aufgetaucht. Leo, wie wäre es denn mit einem Shortcut dafür? Ach, Timmy. Gut, für Robbe läuft auch so ein bisschen die Zeit weg. Er hat noch 5 Minuten und 5 Sekunden, wenn ich das so richtig sehe. Was macht Piper jetzt genau? Steht für Momentum aus, so wie es aussieht. Und schiebt irgendwie den Kragen durch die Gegend. Ja.
Okay, das wird wahrscheinlich das Heroic Play gewesen sein, was er da gerade genutzt hat. Distracting Tune? Ne, Distracting Tune. Da wird also ein bisschen rumgeschubselt. Und Tentakel wird noch weiter. Oh je, oh je. Muss man mal nachgucken? Oder weißt du nicht? Nee, nee, alles gut, Film. Hier wird fleißig durch die Gegend geschubst. Oh. Timmy lost the game? Nein, 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 nein. Die sind noch voll im Gange. Okay. Icy sagte vorhin auch, er fühlt sich auch bei 11 zu irgendwas gegen Timmy nie sicher. Nein, darfst du auch einfach nicht. Also du, der True Master of Jankshit ist am Start. Oh, okay, da sind Dinge passiert. Mario fängt die Runde an. Nee, Mario ist gerade am überlegen, was er noch macht mit dem Piper. Er ist noch in der Runde drin. Ah, okay, er ist noch mit dem Piper in Gange. Er hat, da hat er es aber ganz, ich wollte gerade sagen, das hat ganz schön Zeit gefressen, das erklärt so einiges. Er hat Kraken da ein paar Mal, nee, Tentakel ein paar Mal runtergeschubst. Ja, das ist der oben, das hatte ich ja mitgekriegt noch. Okay, und hat sein Legendary genommen. Ich hatte gedacht, dass es was anderes ist. Und hat damit irgendwie noch Dinge getan. Danke, Leo. Übrigens, fürs nächste Mal müssen wir Leo eine Shortcut-Funktion geben, damit er einfach immer nur klicken kann. Ach, Timmy. Okay. Wir entwickeln dafür ein Emoji. Ja, ich glaube, wenn wir genug... Genauso wie, Achtung, wir haben vor, das als Marke zu etablieren. Don't drink and play. Kids, don't drink and play. Don't be like Timmy. Schaut euch nicht die Replays von der letzten Vengeance an? Oder? Ja, von gar nichts. Nee, wo war das Shot-Spiel? Es war auf der Vengeance, ja. So. Ja, so langsam wird es auch mit der Zeit richtig knapp bei den beiden Jungs. Also 5 Minuten noch ungefähr für Robbe. Uiuiui. Knapp unter 10 Minuten für Mario. Ja, das ist ja das, was ich meinte. Wenn Mario das jetzt irgendwie schafft, Momentum zu ballern, aber nur 3 zu den 2 von Robbe. Ja. Robbe guckt sich, glaube ich, schon seine Gameplan-Cards an. Das Bild aus der WTC-Gruppe zum Beispiel. Ja, genau, genau. Sowas, so Solid Life Choice mit einem verbundenen Arm. Ja, das ist. Ah nee, das war das, wo er so völlig zerstört war am nächsten Tag. Naja, ach, da muss man ja leider sagen, die Anzahl an Bildern, wo Timmy voll zerstört ist, die ist ziemlich hoch. Und es liegt nicht daran, dass er Milch getrunken hat. Nee. Meistens trinkt er wenig Milch. Okay, die haben beide eine Karte rausgesucht. Ab die Post, gucken wir. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Mario sammelt schon Influence, der fängt also wohl auch an gleich. Einen packt er drauf. Okay, das können ja gar nicht so viele sein. Irgendeiner aus 18? Nö, wenn er eine rauspackt, ist er, wenn er einen Influence raufpackt, ist er okay. Mario fängt auf jeden Fall an, das ist gut für ihn. Das ist richtig gut. Dann ist das vielleicht die Minus, die 7er mit minus 1. Ist völlig egal, solange er anfängt, jetzt ist alles für ihn gut eigentlich. Ich wollte nur damit widerspiegeln, dass ich nicht so groß. Du kennst eine Gameplan gerade. Nee, ich weiß, dass dieses eine die 7 hat und minus 1 hat. Ja, das ist korrekt. Und wenn ich jetzt nochmal irgendwo gucken könnte, würde ich wahrscheinlich auch relativ schnell raussuchen, welche das ist, weil es gibt ja nur die eine. So, ich war aber vorhin noch dabei, voll nachzugucken, ob man diesen So. Ja. Du musst auf jeden Fall Line of Sight haben. Ah, okay. Genau.
Und man darf Freunde da automatisch treffen, wenn man will. Da muss man nicht für würfeln. Mein gut, Christoph könnte natürlich würfeln, ob er mit Pelage überhaupt das schafft. Ja, und da kommt Kraken wieder rein. Ja gut, dann schubst du halt Kraken wieder raus, ne? Mit Oma. So, da will er ihn jetzt völlig einsperren, aber... Uiuiui. Oma geht hin und... Ah, Oma hat gar keinen Influence. Das ist schlecht. Hat Mario da nicht dran gedacht? Vermutlich. Ja, manchmal ist das ja so. Manchmal vergisst man Sachen. Das ist einfach so. Mario ist einfach davon ausgegangen, dass Kraken auf deiner Seite reinkommt. Ja, sicherlich. Nicht. Okay, Corsair hat noch gar keinen Influence. Der braucht aber auch gar keinen, wo er steht eigentlich. Genau, Sakana braucht welchen. Silas entscheidet sich alles irgendwie so ein bisschen um den Ball rum gerade tatsächlich. Was ja eigentlich spannend ist. Ja, und total. Und wie beim richtigen Fußballspiel. Ja. Weil da, wo der Ball ist, ist auch die Action. Ja, Dinge entscheiden sich anhand des Balles. Okay, mal gucken, was passiert jetzt. Jetzt bin ich gespannt. Wühlkram, Widget suchen. Ah, Bonzer, okay. Hat er... Oh, das ist ganz schlecht für Kraken. Kraken ist raus. Tschüss, Kraken. So. Wenn er das jetzt nicht so komplett vermessen hat, glaube ich... Ich schaue einfach mal. Der wird ja irgendwas dann haben. Ein 3 Zoll Push. Ja. Innerhalb von 3 Zoll kann er einen 4 Zoll pushen. Ah, okay. Hat er das ausgemessen, dass es geht? Weiß ich jetzt gerade nicht. Dieses Unaccepted Arrival. Unexpected Arrival, genau. Genau. Komm rein. Ja, das geht. Wir gucken uns Guild Ball auf dem Fernseher. Ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, das ist voll gut eigentlich. Nee, das ist ja während des Spiels. Ja. So, Bonesaw charge gerade in den Kraken rein. Der Ball liegt auf Pelage und... Ich sehe da eine 1. Achso, er hat nur einen Influence gehabt. Er hat nur einen Influence gehabt, das ist schlecht. Mit zwei Influence wäre das so viel besser gewesen. Aber dann hat er doch auch gar nichts gerade mit Kraken gemacht, oder? Ich weiß gar nicht tatsächlich, was er da würfelt. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Ich auch nicht. Ich versuche ja mit dir zu diskutieren, was es sein könnte. Hat er vielleicht Pilage aktiviert? Ja, hat er. Nein. Die sind Anfang der Runde, das ist die erste Aktivierung der Runde tatsächlich. Welcher Turn? Der fünfte. Ah, okay. Fünfte oder sowas. Steht halt aus Robbes Sicht 10 zu 8. Mario verwürfelt das episch. Oh Gott, ist das ein schäbiger Wurf. Das ist so die brennliche Phase. Das sehe ich ja trotz schlechter Bildschirmauflösung, dass das ein Kackwurf ist. Also ich sehe zwei Einsen, eine 2. Ja genau, und damit trifft er die 2, die Einsen bleiben hängen, die 2 trifft auch nicht. Ich glaube eine 6 ist dabei. Ja. Ja, 1, ah ja, nichts, das ist gar nichts, kein Hit. Das ist einfach mal kein Hit. Hallo. Und er ärgert sich auch richtig. Ja. Ja, weißt du, das ist halt, sind wir mal ganz ehrlich, gegen die 3-1. Das sind eigentlich schon so 3 netto. Ja, muss er machen, leider. Oh Gott, aber Statistik jetzt, ist ja eh mal ein Arsch. Ja, nee, Statistik funktioniert nicht. Statistik ist ein anderes Spiel. Ja, jetzt muss er einen Pass ins Leere machen. Jetzt muss er einen Pass ins Leere machen. Uiuiui. Guck doch erstmal, ob sie kicken kann. Ja, macht er. Kann er. Kann sie nicht. Oh Gott! In die 1-2 Zoll. Aber das ist trotzdem nicht schlecht. Das ist sehr gut trotzdem noch für Mario. Hat er Momentum gemacht? Das ist Bonesaw. Das ist exzellent. Ja, eben. Deswegen ist Momentum hat er da liegen. Also Mario braucht ein Tor noch. Mario braucht ein Tor und Robbe braucht ein Takeout. Das Problem ist... Ein Takeout. Der Takeout, den könnte er auf Scourge machen. Da kommt er aber nicht mehr ran mit irgendwas, was er da hat. Den Piper kriegt er mit dem Influence, den er da liegen hat. Den Piper, den er da in der Mitte stehen hat, jetzt versucht er mit Siren noch was zu machen. Die hat Shadow geliked und will sich jetzt. Ja, mit 7 Zoll sollte das wohl gehen. Kann sich ein Free Ball catchen? Ja, das ist ein 6er Widget. Wie kann sich den Free Ball catchen? Mit, wie heißt das? Fair Wind heißt es. Allerdings placed er jetzt den Ball innerhalb von 4 Zoll von der Current Location. Also, die kann sich den nicht unbedingt catchen, aber wenn sie es innerhalb von 6 Zoll macht,
dann ist das schon klar, dass sie sich den Ball auch schnappen kann. Mhm. Tja, Robbe. Oje, oje. Ja gut, aber selbst wenn der Ball jetzt bei Knuckles, pass auf. Ja, in der Mitte ist Knuckles. Corsair ist da außen mit den drei Influencer. Ja. So, wenn er da jetzt landet, da steht der 6 Influence Piper rum. Das ist nicht gut. Nee, genau, das ist für Knuckles überhaupt nicht gut. Der sagt euch einfach, kommst du zu mir, komm ich zu dir. Dann sagt Knuckles, ist eigentlich völlig egal gerade. Dann haut er einmal drauf, da kriegt er vielleicht eine Counter-Attack. Mario. Mario, okay. Mario, und Mario hat halt mit Pelage angefangen und wollte halt Kraken rausschubsen eigentlich, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, oder rausdodgen zumindest, genau, sie dodgt nur. Er hat ja 3 Hits gebraucht, damit er rausdodgen kann, damit sie dann hingehen kann und selber aufs Tor schießen kann. Mhm. Er hat sie selber aufs Tor geschossen mit 3 Würfeln, das wäre eine ziemlich coole Option gewesen. Oder er sagt noch, er passt den Ball halt zu Bonzo, wobei ich würde den Torschuss nehmen und dann kann Bonzo halt selber auch nochmal aufs Tor schießen, wenn das daneben geht. Ne? So, aber war Bonzo schon dran? Bonzo war noch nicht dran, nein. Es war ja Pilasch dran. Okay, ja, gut, aber sehr früh im Turn dann irgendwie so. Genau, das ist aber, wie gesagt, selbst die Aktivierung, jetzt kann er den in 4 Zoll placen, also nimmt sie ihn und schießt den Ball jetzt wahrscheinlich zu Kraken rüber. Nee, ins Nichts darf er den nicht schießen. Achso, er schießt ihn ins Nichts da hinten rein, zu da, wo das Proxy liegt. Jetzt genau, das hat er ausgemessen. Zur Ratte? Ja, nee, die Ratte hat, glaube ich, ja Legendary in Turn 1 benutzt. Ah, okay. Schon. Nein, er geht auf Knuckles, das ist nicht gut, dann gewinnt Mario das Spiel jetzt. Okay, er kann Knuckles 4 Zoll dodgen, aber das bringt an der Stelle nichts. Das bringt nichts. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich sag's jetzt einfach mal. Nee, ja, dir widerspricht auch keiner im Chat. Also nee, genau, mir widerspricht keiner, dann habe ich recht. Ich habe recht! Oh nein, das Spiel ist vorbei. So, die Frage ist halt, wie weit stehen die auseinander? Wahrscheinlich 3 Zoll. Ja, dann sag doch mal, wer kommt zu wem? Ja, okay, du gehst hin. Zum Modell, genau, ist im Prinzip egal, weil es immer noch hat. Mhm. Oh, mach Resilienz Procken. Jo, haben wir gerade mal so. Er wollte gar nicht countern. Nö, warum auch? Jetzt. Hat Bonzo Influence? Einen, wenn überhaupt. Okay. Einen hat er vielleicht. Tackle er sich den Ball. Haut nochmal drauf. Hätte man den Ball einfach liegen lassen können. Also, beziehungsweise. Genau, rauspushen. Jetzt hoffen wir mal, dass Siren innerhalb von 8 Zoll ist. Ah ne, er kann ja noch gehen. Ja, alles gut. Jo, bam! Mario! Alter Vater, das war knapp. Am Ende hin nicht mehr so, aber die ganzen Situationen, die vorher dazu geführt haben, waren ganz schön knapp. Dann steht es jetzt 12 zu 10 für den Mario. Crazy shit. Huiuiui. Das war auf alle Fälle ein spannendes Spiel. Oh ja. Und sagen wir es mal so, hoffentlich haben wir noch ein paar mehr davon.